Willkommen zum Spaziergang im Februar. Ich bin auf der Suche nach einer Pflanze, die wild wachsend in Laub- und Auwäldern zu finden ist. Ach ja, da ist sie ja. Sie lugt unter dem wegtauenden Schnee hervor. Nach den dunklen Wintertagen freut sich jeder darüber, sie zu sehen, denn sie sind die ersten Frühlingsboten, die vom nahenden Frühling künden. Ihr kennt sie mit Sicherheit. Das Schneeglöckchen, das ist auch unser Thema. Schneeglöckchen stehen unter Naturschutz. Sie schützen sich vor Kälte und Wind, indem sie die Blüten schließen. Außerdem haben sie Salze in den Zellen der Blütenblätter eingelagert, sodass sie vor allem nachts frostige Temperaturen überstehen. Wir sehen uns die interessante Pflanze genauer an. Die Blattspitzen der zwei Laubblätter. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.